Ja, meine Damen und Herren, ich finde das sehr spannend, hier zu sein. Und habe Ihnen einen Schatz mitgebracht, den man gar nicht zeigen kann, sondern nur ausprobieren. Und ich möchte, ich sage Ihnen noch ein paar Sätze zu meiner Arbeit im normalen Leben, ein paar Dinge zu den Gedanken, die mich hierher geführt haben und dann ein bisschen was aus der praktischen Arbeit, wie es die Ausschreibung auch angekündigt hat und was vielleicht in diese Karwoche passt. Worte fasten, Klarheit im Beten war die Ansage für den heutigen Abend. Und mein Ausgangspunkt dafür, dieses Thema hierher zu tragen, hat eigentlich was mit der Autorin Esther Maria Magnes zu tun und mit einer Vorgeschichte, die für mich dieser Abend hat, die was zu tun hat mit der Lektüre dieses Buches Gott braucht dich nicht. Und ich will das erzählen, obwohl ich weiß, dass der Autorin das ein Hauch unangenehm ist, aber vielleicht wissen das nicht alle und für mich ist es wichtig. Es gibt dort eine Szene, einige von Ihnen kennen das Buch und es macht nichts, wenn Sie es nicht kennen. Dort steht sozusagen einer, ich erzähle es nur so, wie ich es für meine Resonanz ist sozusagen, die muss nicht stimmen, aber das ist das, was bei mir gelandet ist. Drei Kinder, drei Geschwister müssen sich mit der Situation auseinandersetzen, dass ihr Vater schwer krank ist. Und diese Kinder sind im Rheinland katholisch erzogen und haben so eine Art, ich sag mal, abgeklärten 80er-Jahre-Glauben, bisschen gestresst von ihren Religionslehrern, die ihnen hauptsächlich gesagt haben, Gott hat keine Arme als die unseren. Und das Evangelium bezieht sich darauf, dass man Umweltpapier beidseitig benutzen soll. Und mit dieser Sorte Spiritualität ausgestattet, haben sie das Gefühl, den Schicksalsschlägen des Lebens nicht wirklich gewachsen zu sein. Und gleichzeitig haben sie aber eine Prägung, die heißt, wenn jemand sagt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann rutscht ihre Hand sofort in die richtige Position. So, und eines Abends kommen diese Kinder zusammen auf dem Dachboden des Hauses, in dem sie leben, mit der vorher erklärten Absicht zu beten. Und das ist Ihnen offenkundig allen ein kleines bisschen unangenehm und das ist auch was, was man eigentlich nicht tut und was die großen Leute auch nicht wissen sollen. Was aber die Geschwister in so einer Weise als geheimen Plan, so wie man sagt, wir lesen heimlich Liebesbriefe oder wir gehen eine rauchen oder so. Also es hat so was Projekthaftes, wir tun etwas Verschämtes. Und dann sitzen die auf dem Dachboden und sitzen dort und warten quasi, dass etwas passiert. Und was mich daran so beeindruckt hat, ist dieses Gefühl, als würde so ein Unterdruck erzeugt, wie so ein Vakuum, in das hinein dann plötzlich etwas wächst. Und dann fangen sie so an, wie man eben anfängt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt erst mal nichts. Und in dieses Nichts hinein formulieren diese drei dann so Sachen. Und diese Sachen sind nicht so, wie man gängig im Gottesdienst Gebete kennt. Also nicht, Herr, mach, dass du die Deinen auf deinem Weg in den Frieden führst. Oder Herr, gib den Verantwortlichen in Kirche und Politik ein weises Herz, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Solche Sätze kommen dort überhaupt nicht, sondern es kommen sozusagen Dinge von einer Schlichtheit und Direktheit, die für mich dazu führen, dass ich das wieder und wieder lesen kann und eigentlich immer das Gefühl habe, erstens, so ist es und zweitens, ich könnte heulen, weil es so sehr stimmt. Und zwar sagen die sinngemäß, Gott, du kennst dich doch mit Wundern aus. Ich bin nie gut genug gewesen für dich. Gott, jetzt mach. Und in ihrer Weise jeweils beten sie darum, dass sozusagen dieser Vater gesund werden soll. Und ich finde das so eindrücklich, diese Weise, sich auszusetzen, der Situation, der es nicht richtig wissen können, was für ein Wort als nächstes aus ihrem Mund kommt. Und dass das Beten ist. Also das Beten ist, nicht genau zu wissen, was als nächstes aus meinem Mund kommt und dieses aber nicht allein zu tun. Das sind für mich sozusagen die beiden Dinge, die ich daran am eindrücklichsten finde. Sich dem Stocken des Sprachflusses auszuliefern und dies gemeinsam zu tun. Und diese Szene begleitet mich bei allem Sprechen und Nachdenken über Beten. Der Dichter Richard Exner nennt es so in einem Gedicht. Bei Gott, vielleicht versickerten Tränen und Samen nicht so rasch, wenn wir statt der Zunge die Hände erhöben und auf Zeichen setzten. Vielleicht flösse das Licht fließender
wenn wir Stocken da sprechen. Das ist für mich ein Motto geworden für religiöse Rede, der zuzutrauen, dass sie stockender sein kann. Und da drin vielleicht so stimmig, wie es für den jeweiligen Menschen eben stimmig ist. Der Schatz, den ich Ihnen mitgebracht habe, ist einer, der aus meinem Vorleben als Pastorin kommt, als ich noch nicht Pastorin war für andere Pastoren, sondern Pastorin für richtige Menschen. Da habe ich gearbeitet in einem großen diakonischen Träger im Norden von Hamburg, Evangelische Stiftung Alsterdorf heißt der. Da ist sowas ähnliches wie das Johannesstift hier in Berlin. Also eine große, große Einrichtung für Menschen mit geistigen Behinderungen, psychischen Erkrankungen. Und da war ich Pastorin in einer Gemeinde auf der Grenze. Die war einerseits für den Stadtteil und andererseits für die Patienten, Klienten, wie man sie auch nennen will, und deren Angehörige und Mitarbeiter. Und dort Gottesdienste zu feiern, war eine Herausforderung der ganz besonderen Art, aber auch hatte eine ganz eigene Schönheit, wenn man es erst mal verstanden hat, dass es sehr wenig gibt, was man vorbereiten kann und dass es ganz viel damit zu tun hat, sich auszusetzen. Und ich erinnere mich an Gottesdienste, in denen es, sagen wir mal, wichtig war, nicht gebissen zu werden, aber es gab auch Gottesdienste, in denen die Menschen einen in einer Weise umarmen oder ansprechen oder anreden, die in anderer Weise eindrücklich ist. Und dort habe ich etwas kennengelernt, was sich leichte Sprache nennt, mit großem L, also es ist ein geschützter Begriff, leichte Sprache, die eine Sprache ist, die aus der Selbsthilfebewegung von Menschen mit geistigen Behinderungen kommt. Und mittlerweile auch irgendwie bundesweit ratifiziert ist. Es gibt dafür Büros und Übersetzungen und für die Welt der Gebrauchsanweisungen und Schrankzusammenbauungen. Das ist ein außerordentlich hilfreiches Instrument, was aber auch nicht Halt macht vor religiöser Sprache. Denn seit Deutschland die UN-Menschenrechtskonvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen anerkannt hat, 2008, seitdem gibt es in diesem Land interessanterweise ein Recht auf Verstehen. Was ich irgendwie einen spannenden Gedanken finde. Wiederum, das leuchtet bei Steuererklärungen total ein, dass es irgendwie günstig wäre, wenn man diese Dinge verstehen könnte. Auch da ist es für das Feld des geistig-religiös-philosophischen mit dem Verstehen so eine Sache. Und ich habe, als ich angefangen habe in diesem kleinen Gottesdienstinstitut, was in Norddeutschland arbeitet, habe ich diese Themen, die so in der Diakonie ganz gängig sind, wo man so mit Zielgruppen arbeitet und sagt so, die Gehörlosen brauchen das und die Blinden brauchen das und die Menschen mit einem bestimmten IQ brauchen das. Das war mir immer schon ein kleines bisschen zu schubladig. Und ich habe gedacht, was passiert eigentlich, wenn man diese Regeln anwendet auf die Welt des Geistlichen, auf die Welt des geistlichen Redens? Die nun eine ganz bildreiche, voraussetzungsreiche Sprache in der Regel hat. Und auf diesen Weg würde ich Sie gerne ein bisschen mitnehmen. Das sind Überlegungen, die ich in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder ausprobiert habe. Vor allen Dingen in der Arbeit mit Pastoren oder werdenden Pastoren, mit Ehrenamtlichen, mit Prädikanten, also mit Menschen, die Gottesdienste feiern, obwohl sie nicht Theologie studiert haben, sondern in anderen Berufen sind. Und sich immer um eine Sprache bemühen, in der sie sehr unterschiedliche Leute versuchen zu erreichen. Und da robbe ich mich jetzt sozusagen ran. Und wenn Sie mögen, haken Sie ein, wenn Sie irgendetwas völlig uneinleuchtend finden. Ich habe ein Buch mit ein paar anderen Leuten, ein Buch darüber geschrieben, was eigentlich nur ein Versuch ist, biblische Texte zu übersetzen. Und zwar haben wir für den evangelischen Bereich, gibt es, das ist katholisch auch so, gibt es für jeden Sonntag bestimmte Bibeltexte, die sozusagen immer dran sind, die überall dann von den Kanzeln oder Lesepultern gelesen werden. Und wir haben mal für ein ganzes Jahr durch für jeden Sonntag zwei dieser Texte in leichte Sprache übertragen und für jeden Sonntag ein Gebet geschrieben. Dieses Buch heißt Leicht gesagt und das kann man auch erwerben und bestellen und ich habe es heute leider nicht mit. Egal, dieses Buch hat eine kleine Widmung. Und die möchte ich Ihnen vorlesen, weil die mir so gut gefällt. Die hat ein Mensch geschrieben, der eine große diakonische Einrichtung leitet. Der schreibt, es gibt so viele Arten, das Wort Gottes zur Sprache zu bringen, wie es Arten der Musik gibt. Ich wüsste nicht, welche die richtige ist. Die akribische, die poetische, die populäre, die geglättete, die geschichtlich geprägte.
Leichte Sprache erlaubt eine Unmittelbarkeit des Verstehens, die eine große Stärke hat. Man muss nicht Kind werden, um einem biblischen Text ganz unbefangen nahe zu sein. Leichte Sprache erlaubt Einfalt mit aufrechtem Gang. Damit zeigt sie etwas ganz Wesentliches, wenn es um das Wort Gottes geht. Es ist nämlich in Wahrheit überhaupt nicht kompliziert. Es ist so einfach wie der Satz, du bist geliebt. Das als Motto für den Versuch, biblische Texte in leichte Sprache zu übertragen. Ich weiß nicht, wie gottesdienstaffin Sie sind, also sozusagen wie normal für Sie Gottesdienstbesuch ist. Das kann ich auch jetzt nicht erheben. Ich setze einfach mal voraus, Sie wissen, was das ist und besuchen das gelegentlich. Und die wenigsten von Ihnen machen das hauptberuflich, wäre jetzt mal so meine Fantasie. Was Ihnen aber gewiss bewusst ist, ist, dass Gottesdienst so ganz eigenen, eigentlich ungeschriebenen Regeln folgt. Und wenn man die nicht kann, fällt es sofort auf. Das zeigt sich auch jenseits der Sprache, weil katholisch meistens, dass man irgendwie an der falschen Stelle aufsteht oder hinkniet oder irgendwas nicht richtig antwortet oder an irgendeiner Stelle so ein bisschen hoppelt beim Mitsprechen. Und evangelisch kann man bei den Psalmen aus dem Ruder laufen, die werden immer so abwechselnd gelesen nach komplizierten Regeln, die sich einem auch nicht sofort erschließen. Und es gibt vor allen Dingen ein unglaubliches Sums an Worten, die zum Teil von ganz alter Welt herkommen, das aus den biblischen Texten oder aus den Gebeten, die zum Teil frisch erdacht sind für Begrüßungen oder für Predigt, die aber so wirken, häufig jedenfalls, als kämen sie aus ganz alter Zeit, weil sie diesem Sprachduktus der anderen Worte irgendwie angepasst sind. Und dadurch erzeugt sich, das können Sie im Radio leicht überprüfen, wenn man Verkündigungssendungen im Radio hört, die erkennt man immer am Ton. Das ist so ein mittlerer, etwas unentschieden säuselnder Grundton, der nie ganz landet, aber auch nie ganz die Höhe erreicht. Der so ein bisschen keinen verletzen möchte und so versucht, so einen Grundpuder über die Wirklichkeit zu legen. Und dann, bevor es spannend wird, ist es meistens zu Ende. So. Und diese Sorte Ton schleicht auch in... Es gibt Ausnahmen, vollkommen klar, ich bin auch ein Hauch polemisch, aber schleicht sich sozusagen auch in Gottesdienste rein, weil man so unter Artenschutz noch so was vertritt, was so an Feiertagen einen guten Eindruck macht und seine eigentliche Sternstunde hat bei den Übergängen des Lebens, also bei Taufen, bei Beerdigungen, bei Hochzeiten, da hat es sozusagen seinen Sinn, seinen Moment, da kommt es zu sich selbst, aber diese Gattung 10 Uhr Sonntagsgottesdienst ist eigentlich eine Rarität. Für sozusagen Menschen in der Mitte der Gesellschaft. Und dort, wo Kirche sozusagen landet, ist, wenn Menschen geboren werden, wenn Menschen sterben oder wenn Menschen sich Dinge trauen, wo sie das Gefühl haben, alleine schaffen wir das nicht. Da greift es sozusagen noch. Aber in diese ganz normale Form Sonntagsgottesdienst mit Kyrie und Gloria und Fürbitte und Vorspruch und Evangelium und Sätzen stehen, knien, die muss man können. Und wenn man sie nicht kann, ist es ganz schwer, sie zu lernen. So. Und in diese Welt hinein zu sagen, okay, es gibt ein Regelwerk, das kann man vielleicht akzeptieren, wenn man einen fremden Kultus betritt, das würde man im Ausland auch machen. Aber wenn dort etwas zur Sache gesagt wird, wäre es doch ganz günstig, wenn das verstehbar wäre in irgendeiner Form, auch für nicht vollständig Eingeweihte. Und in meiner Arbeit mit leichter Sprache habe ich zunehmend gemerkt an der Resonanz der Menschen, dass es nicht eine Frage ist, die sich auf geistige Behinderungen oder psychische Erkrankung beschränkt, sondern es ist ein Versuch, etwas voraussetzungsfreier und mitgehender zu sprechen. Und zwar nicht immer und überall. Das ist ein anderes Missverständnis von Gottesdiensten in leichter Sprache, wenn Sie sowas schon mal erlebt haben. Da wird dann so eine Folie auf alles gelegt, was wiederum anders anstrengend ist. Es gab in Hamburg beim Kirchentag 2013 aus politischen Erwägungen einen großen Eröffnungsgottesdienst in leichter Sprache für 100.000 Menschen plus Fernseher, plus Bundespräsident, plus alles. Und da gab es Menschen, die haben das im Fernsehen verfolgt und sagten, ich hatte nach 5 Minuten total Sehnsucht nach einem Relativsatz. Andere Leute haben gesagt, endlich, die das sozusagen symbolpolitisch verstanden haben, die haben gesagt, endlich kommt dieses Bewusstsein für diese Sorte Sprache in der Mitte der Gesellschaft an. Also symbolisch hat es funktioniert, ästhetisch, intellektuell nur begrenzt.
Und das hat was damit zu tun, wenn man es ideologisch betrachtet. Ideologisch heißt, es muss jetzt alles immer so sein. Wenn man es religiös, geistlich betrachtet, gibt es die Chance zu sagen, leichte Sprache ist ein Einfallstor für Verstehen und bestimmte Sprechakte im Gottesdienst profitieren davon. Predigt zum Beispiel, Gebete zum Beispiel, Lesungen, wenn es bei Lesungen auf den Inhalt ankommt. Es gibt Gebete wie Vater Unser oder das Bekenntnis, Glaubensbekenntnis, die vielleicht nicht unbedingt davon profitieren, weil sie in ihrer Form überliefert sind und weil die Form etwas transportiert. Wie die drei Geschwister auf dem Dachboden, die automatisch sagen können, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die würden aus dem Tritt kommen, wenn man sagen würde, im Namen von dem, der uns Vater und Mutter und Bezugsperson und Patentante ist und dem Sohn oder der Tochter, die uns Bruder, Schwester und Adoptivgeschwister ist. Sieh sie an, was ich meine. Also wenn man das zu korrekt, zu vollständig macht, fliegt die Geste aus der Kurve. Die lebt von ihrer Form und die braucht diese Form. Wenn aber der Teil kommt, wo es frei wird und persönlich und wo die Menschen das sagen, was sie real denken, ist die alte Form, wahlweise die dem Alten angepasste Form, eine uneigentliche, unidentische, möglicherweise unüberzeugende. Es gibt nun im Gottesdienst, in der Welt des Gottesdienstes immer die Rede davon, dieses Sprechen im Gottesdienst hätte was damit zu tun, dass es das Wort Gottes gibt. Was nennt man Wort Gottes? Bibel? Die Bibel ist Wort Gottes. Oder auch die überlieferte religiöse Rede wird manchmal als Wort Gottes bezeichnet, was sie aber im Prinzip nicht ist. Denn es sind Menschen, die reden. Und auch die Bibel ist von Menschen aufgeschrieben, was man schon daran sieht, dass sie voller Widersprüche steckt. Sie ist ein Buch von Erfahrungen, die Menschen mit etwas gemacht haben, was sie Gott nennen oder mit Gott gemacht haben. Die sind aufgeschrieben und bekommen darüber eine Würde, dass sie über die Zeit benutzt werden und dass sie sozusagen noch den Glutkern von der Erfahrung von etwas ganz Besonderem in sich haben. Aber sie sind in der Wirklichkeit, in der, wenn man denn religiös verankert ist, man ja davon ausgeht, dass Gott weiterhin wirkt oder weiterhin da ist, also sich so etwas wie Wort Gottes weiterhin ereignet. Sonst wäre die Sache reine Archäologie und reine Geschichte. Das heißt, gläubige Menschen würden immer sagen, Wort Gottes geschieht weiterhin. Es ist in einer bestimmten Form überliefert, aber im Prinzip ist es immer weiter möglich, dass den Menschen Wort Gottes passiert. Diese Kinder auf dem Dachboden, um mal bei der Szene zu bleiben, werden versucht haben, Gott zu erreichen. Und das, was sie dann bewegt hat als eine Form von Antworten, würden sie Gott nennen in ihnen. Und das ist nicht der historische Gott, der irgendwo aufgeschrieben ist, sondern sozusagen der Geist, der weiter wirkt, wenn Menschen sich gemeinsam darauf einlassen und das wirklich wollen. Und für diese Art des Sprechens zu Gott oder über Gott kann leichte Sprache hilfreich sein. Nicht mehr und nicht weniger, will ich sagen. Was ist es überhaupt? Leichte Sprache, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Leichte Sprache sind im Grunde ganz einfache journalistische Regeln, die würden Ihnen Hörfunkleute auch sagen. Die heißt, ein Gedanke pro Satz. Und der Satz ist kurz. Ein Satz hat nicht mehr als 15 Wörter, ein Satz, den man gerade noch fassen kann, und der hat einen Gedanken. Das ist schon mal zentral und für Theologen fast unerträglich. Und für Deutsche noch mal spezifisch schwierig, weil wir unsere Relativsätze lieben. Also weil wir sozusagen, wir schachteln. Das Deutsche schachtelt und baut in seinen Satz immer seine Voraussetzungen rein. Für das Englische ist es viel leichter. Aber für das Deutsche ist es eine besonders große Herausforderung. Eine weitere Regel ist, Verben sind besser als Hauptworte. Also alles, was sich verbalisieren lässt, erschließt sich leichter, weil es ein Tun, weil eine Tätigkeit, ein Tun dahinter steckt. Und die Regel, die ich am aufregendsten finde, ist keine Negationen. Das ist das klassische halbleere und halbvolle Glas. Aber auch, wenn ich sage, dieser Raum ist nicht rot, dann ist rot die erste Farbe, die Sie sehen. Oder wenn ich sage, ich rede nicht über einen rosa Elefanten, dann geistert ein rosa Elefant durch meine Rede, ob ich es will oder nicht. Weil diese Negation viel schwächer ist als das Wort selbst. Wenn ich sage, ich bin nicht krank, dann stellt sich Ihnen automatisch der Gedanke ein, was hat sie denn? Und insofern, diese Negationsregel ist
trifft nicht nur für Menschen mit geistigen Behinderungen zu, sondern Hören, vor allen Dingen Hören für Sprechen, funktioniert tendenziell so, dass eine Negation schwerer ankommt als eine positive Formulierung. Das heißt nicht, dass man nur über schöne Sachen reden soll, sondern wenn man zum Beispiel sagt, er ging dort nicht hin, dann müsste man bei einer Übersetzung in leichte Sprache überlegen, wo ging er denn hin? Also man bestimmt sozusagen nicht das, was jemand nicht tut, sondern das, was er tut. Stellen Sie sich das mal vor bei sowas wie den 10 Geboten. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren. Wenn man das alles in leichte Sprache überträgt, müsste man sich überlegen, was denn dann? Was wäre zum Beispiel eine leichtsprachliche Formulierung für du sollst nicht Ehe brechen? Die Ehe schützen, die Ehe eingehen, die Ehe fördern. Oder du sollst nicht töten, Leben fördern, Leben zeugen, keine Ahnung. Dahinter steht eine ganze Welt plötzlich von neuer Bedeutung, wenn ich die positive Formulierung suche. Und eine letzte Regel, die für Sprechsprache auch wichtig ist und auch für Theologen eine große Herausforderung, die heißt Vorsicht bei Bildern, also bei Sprachbildern, Rampen bauen. Bei den Regeln für leichte Sprache, die Menschen mit Behinderung selber aufgestellt haben, wird immer das Beispiel Rabeneltern benutzt. Rabeneltern ist ein Bild aus der Tierwelt, mit dem man sagen will, jemand ist schlechte Eltern. Wenn du wörtlich verstehst, denkt man aber an Rabenküken und Rabeneltern, also sozusagen an die Vogelwelt. Wenn ich diese Metapher knacken will und über schlechte Eltern reden will, muss ich entweder der Metapher eine Rampe bauen und sagen, in der Vogelwelt oder in der Tierwelt gibt es das durchaus, dass Eltern sich überhaupt nicht um ihre Kinder kümmern. Bei Raben ist es so, deswegen spricht man von Rabeneltern. Wenn einem das aber zu mühsam ist, weil so toll die Metapher nun auch wieder nicht ist, kann man sagen, ich sage einfach mal zur Abwechslung, was ich meine. Und sage nämlich, diese Eltern kümmern sich schlecht um ihre Kinder. Bei religiöser Rede ist das wieder ganz spannend. Sie stellen sich mal vor, sowas wie Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn man das kennt, evangelische Konfirmanden kennen das, begrenzt aber sozusagen so meine Generation Konfirmanden, kennen das noch, dann wird einem dabei irgendwie warm ums Herz und man denkt so an die Zeit, als die Welt noch vage in Ordnung war. Wenn man das nicht kennt, dann ist es ein relativ langer Anmarsch, den man braucht, um dieses Hirtenbild. Gott ist ein Hirte, was sind denn dann wir? Schafe? Wollen wir das überhaupt? Warum ist dann Gott in der nächsten Minute aber ein Lamm? Also sozusagen diese ganze Hirten-Schaf-Metaphorik ist, wenn die nicht irgendeinen Schlüssel hat für diesen Code, trägt die relativ wenig aus, außer dass sie so in sich geschlossen, man merkt irgendwie, es geht um Religion und dann haben sie es mit Hirten und mit Schafen. Aber ich stelle mir jetzt vor, hier in Berlin-Mitte, also das letzte Mal, dass ein junger Mensch ein Schaf gesehen hat, ist auch schon wieder ein Tag her. Kann man auf dem Deich bei uns da oben in Schleswig-Holstein, kann man das vielleicht machen. Dann kann man sagen, ein guter Hirte geht den Schafen hinterher. Was heißt es eigentlich, der Herr ist ein Hirte? Ist er so gut wie seine Herde? Beschützt er die? So, da gibt es dazu Bilder. Aber in einer urbanen, pastoralen Gesellschaft ist es im Prinzip ein leeres Bild, was so mitläuft. Und da muss man sich entscheiden, also wenn man leichte Sprache reden will, muss man sich entscheiden, ist mir dieses Bild so wichtig, dass ich es haben will, dann baue ich ihm eine Rampe, so wie in der Architektur auch barriere, dann mache ich das Gebäude barrierefrei. Wenn ich möchte, dass Leute mit Rollstuhl in den Kölner Dom kommen, dann muss ich über die Treppen Bretter legen, dann geht das. Wenn ich sage, Denkmalschutz ist mir auch völlig egal, dann muss ich die Treppen einreißen. So, das ist sozusagen die Entscheidung. Und wenn ich jetzt mich entscheide, ich will das Hirtenbild, weil das so gut ist und weil ich möchte, dass die Psalm 23 hören, dann könnte ich dem eine Rampe bauen. Ich sage jetzt mal als Beispiel für eine Rampe. Psalmen wurden früher gesungen, zum Beispiel zu Hause oder in der Natur oder am Palast eines Königs, auch im Tempel. Viele Psalmen hat David geschrieben, jedenfalls vermutet man das. David war erst Hirtenjunge. Später wurde er König am Hof. Bevor er König wurde, sang er für den kranken König Saul. In seinen Liedern singt er von Gottes Macht. Er beschreibt Gott.
Er beschreibt, wie Menschen Gott erleben. David war Hirtenjunge, mit Schafen kannte er sich aus. Gott als guter Hirte, das gefällt ihm. Das kann er sich gut vorstellen. Davon singt er und davon singen Menschen bis heute. Und wenn sie dann sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue, dann hören sie das anders. Man kann aber auch sagen, was soll das? Ist mir zu didaktisiert, ist mir zu pädagogisiert, ich möchte das nicht. Da muss ich sagen, gut, dann trägt diese Hirtenmetapher heute nicht mehr. Wenn ich diesen Anmarschweg nicht gönnen will, dann trägt die nicht mehr. Oder sie trägt noch so als Relikt, so wie ich eine alte Brosche von meiner Großmutter trage, als Zitat, aber nicht mehr als Leuchtpunkt von heute. Ich höre oft Menschen sagen, bezogen auf Gottesdienst, jedenfalls die Profis oder die Leute, die da häufig hingehen, sie wollen gar nicht immer alles verstehen. Es geht gar nicht um Verstehen. Es geht um so ein sich Bergen im vertrauten Ritual. Kann man sagen, gut, das ist auch eine Form von Verstehen. Aber wenn die Sache sozusagen weitergehen soll, also wenn das, was darin steckt, als Potenzial für Menschen, muss ich mich entscheiden, ob ich die Sache in eine Vitrine tue, durch die ich es von außen angucke, oder ob ich so putze, und dass sich das Licht darin bricht, dass darin was spiegelt und es weitergeht. Und was ich an diesen Übertragungen in leichte Sprache spannend finde, ich gebe Ihnen gleich noch ein Beispiel, ist, dass manchmal diese Texte, manche Texte werden dadurch unglaublich banal, und das liegt aber nicht an der leichten Sprache, sondern dass darin auch nicht so sehr viel mehr steckt. Und manche werden so ganz gerade und direkt, und das hat dann irgendwie was. Ich erlebe das häufiger in Pastorenzusammenhängen, dass Leute sagen, ja, aber es darf doch auch nicht subkomplex werden. Ich dann immer denke, wenn das unser Hauptproblem wäre, wäre ich bereit, das einzugehen, dieses Risiko. Aber damit meint man eigentlich was anderes. Man meint, in diesen Formulierungen, für die man 8 Jahre studiert hat, muss doch auch irgendwie was stecken, was sozusagen, was so eine Kraft hat. Und ich behaupte, dass man das aber auch in leichter Sprache sagen kann, weil man es dann tatsächlich verstanden hat. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dann auch eine größere, komplexere Formulierung zu sagen und die in leichter Sprache beispielsweise hinterher oder daneben, wenn ich sozusagen wie mit dem Hirten, wenn ich den Hirten wirklich brauche, dann nehme ich ihn, aber baue ihm eben diese Form von Rampe. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel für ein Gebet. Es gibt so Gebete, die in Gottesdienstbüchern stehen, die Menschen real benutzen sollen. Der Kollege ist Pfarrer und amüsiert sich. Zum Beispiel für Karsamstag, also diese Woche. Da soll man beten: In deiner Kraft, Gott des Lebens, ist dein Sohn hinabgestiegen in das Reich des Todes, um die Macht des Todes zu brechen. Lass uns, die wir gefangen sind in Todesfurcht, den Glauben festhalten, dass Christus das Tor zum Leben aufgestoßen hat und die Seinen befreit zum ewigen Leben. Du lebendiger Gott bist unsere Hoffnung in Zeit und Ewigkeit. Das kann man machen. Es ist auch eine Typfrage, ob man das glaubwürdig machen kann. Es gibt sozusagen auch einen Typus, würde ich sagen, einen Typus-Pastor oder Priester, wo man sagen kann, gut, da geht es eher um Distanz und nicht um Nähe. Wenn man aber sozusagen als Pastorentyp eigentlich gerade vorher die ganze Zeit versucht, den Menschen nah zu sein und in ihrer Sprache und von ihren Worten und von ihrer Art zu reden, ist so eine Form von Gebet einfach ein Trenner. Denn das ist ein Gebet, das spricht der Pastor im Namen der Gemeinde, und die soll das mitsprechen, emotional. Die soll emotional sozusagen mitgehen. Und in einem Workshop hat dann ein Autorinnen-Duo das übertragen und hat daraus gemacht, Gott des Lebens, Christus ist gestorben. Durch deine Kraft besiegt er den Tod. Wir haben Angst vor dem Tod. Hilf uns vertrauen. Bei dir ist Leben möglich. Gottes Lebens, auf dich hoffen wir, jetzt und immer.
Mir geht es so, wenn ich das höre, zoomt es quasi dichter an mich ran. Ich habe das Gefühl, da hat jemand ein Anliegen, da hat jemand auch noch eine Frage und er kann dieses Unbegreifliche, was da in dieser Karzeit symbolisch gefeiert wird, Tod, Leben, macht es nicht glatt, sondern hält es sozusagen hin. Und die Gebetsgeste, wenn Sie denken an dieses Stocken da sprechen, die Gebetsgeste ist eben nicht, ich erkläre Gott, wie es ist, oder ich halte meinen Mitmenschen eine dogmatische Rede darüber, wie man eigentlich sein soll, sondern ich halte etwas, von dem ich selber nicht weiß, wie es ausgeht, einer Macht, auf die ich hoffe, hin. Und für diese Geste halte ich diesen leichte Sprache-Duktus für hilfreich, weil er nicht behauptet, mehr zu wissen, als er weiß. Diese Überlegungen, und die ich hier so Ihnen darlege, sind für mich Teil von so einer Suche, von einer Suchbewegung, bei der ich auch selber keine abschließende Antwort habe, von der ich nur glaube, wir tun uns auf Strecke keinen Gefallen, wenn wir das gegeneinander aufspielen, die geformte Sprache und eine Sprache, die nach Verstehen sucht, sondern ich glaube, dass diese Dinge sich quasi gegenseitig befruchten und dass es hilft, wenn jeder Gottesdienst oder jede Andacht zumindest ein Einfallstor hat, wo man ohne Voraussetzung oder möglichst ohne Voraussetzung etwas verstehen kann. Und ein Wort, was da für mich zentral geworden ist, ist das Wort gratis, also Gratuität, gratis. Gratis heißt umsonst, ich bekomme etwas umsonst, aber im guten Sinne, also nicht umsonst von fruchtlos, sondern umsonst von, im Sinne von ohne dafür zu zahlen. Und die Geschichte, dass Gott mit den Menschen was zu tun haben will, sozusagen, egal wie sie sind, die in dieser Osterzeit ja nochmal besonders präsent ist, die muss, finde ich, dadurch konkret werden, dass die Menschen dafür tatsächlich nicht erst was studieren müssen oder was verstehen müssen, sondern dass sie das tatsächlich in einer direkten Weise anspricht. Das funktioniert nicht immer. Natürlich hat man vom Gottesdienst mehr, wenn man Geschichte Israels kann. Man hat mehr, wenn man weiß, was Kyrie Eleison bedeutet. Dann kann man das im Prinzip mehr genießen. Und trotzdem fände ich gut, wenn es in jeder Weise gottesdienstlichen Redens einen Moment gäbe, der sagt, ach das ist es. So, ach das ist es. Und dafür brauche ich nichts weiter zu tun, als es haben zu wollen. Und diese glatten Formulierungen von dem Leben aus Ostern, Gott, wir leben aus Ostern, du hast den Tod überwunden. Das sind so Sätze, wenn ich die sozusagen nicht an eine Erfahrung oder an ein Lebensgefühl koppeln kann, huschen die über mich hinweg, weil sie eben einfach sind geistliches Geräusch. Und dieses Plädoyer für Aspekte von leichter Sprache im gottesdienstlichen Reden ist eins, dass ich sage, es ist gut, wenn es Landeplätze gibt dafür, wo ich dieses Gefühl habe von Eindrücklichkeit. Ach, das ist es. Ach so. Und Gebet und Predigt sind natürlich alte Formen, die sind ständig im Wandel und dieser Modus der behaupteten Wahrheit, der trägt sie einfach nicht mehr. Und Sprache im Gottesdienst soll Erfahrungen ermöglichen, wie in einem fremden Land, wie auch vielleicht auf dem Dachboden des eigenen Lebens geht, dann kann ich darin Erfahrungen machen, die mich genau meinen, was aber auch oft nicht sein kann. Oder ich habe das Gefühl, da fern ist so eine Sternschnuppe, die sofort wieder verlischt, aber zumindest hat es mir einen klitzekleinen Moment eingeleuchtet. Ich glaube, dass alle, die mit Liturgie was zu tun haben, immer wieder neu die Aufgabe haben, so eine Sprache zu finden und zu suchen, die Augen und Herzen und Ohren öffnet, und wenn leichte Sprache dazu irgendetwas beitragen kann, so ein Schatz sein kann, ein Mittel dazu, dass einem ein Schatz einleuchtet, dann ist sie im Gottesdienst am richtigen Ort. Das wollte ich Ihnen erzählen. Ob Sie einen Tipp haben, das klingt immer so bescheuert, aber für den Alltag, wenn man betet, ob es irgendeine Reihenfolge gibt oder irgendwas, woran man sich langhangeln kann, weil ich bin eben nicht jeden Tag, also nicht mal im Privatleben authentisch, nicht mal, wenn ich alleine im Bett liege, bin ich authentisch und weiß gar nicht genau, was ich eben, also wie ich beten kann, so dass es irgendwie
ja, ein echtes Beten ist. Und ich, was mir oft schwerfällt, ist zum Beispiel dieses Gott zu loben. Weil das so was Komisches ist, weil man das im Alltag eben nicht macht, weil es auch schnell so wirkt. Also jemanden zu loben, da denkt man eher immer, Eltern loben eben ihre Kinder. Und ich sage jetzt zu Gott, das hast du prima gemacht. So, ja, also da hätte ich gerne ein paar, vielleicht haben Sie da Impulse, oder? Also meine Vorstellung wäre, dass man versucht, das zu sagen, wofür man real dankbar ist. Also vielleicht weniger loben als danken. Und dass ich nicht glaube, Gott wäre noch irgendwie so irgend sowas extra, sondern dass ich am Ende eines Tages beispielsweise meinen Tag Revue passieren lasse und überlege, gibt es darin irgendetwas, worüber ich froh war oder dankbar war, und das schlicht zu benennen. Und ich glaube, das wird immer dann erst kompliziert, wenn ich denke, ich muss ihn mir als so einen allmächtigen Puppenspieler, Marionettenspieler vorstellen, der irgendwie diesen Schritt gemacht hat und diesen nicht. Und so, ich glaube, damit komme ich gedanklich in eine total schwierige Vorstellung, weil ich ja dann immer an diesem Allmachtsthema kranke. Also denken Sie an die Katastrophen der letzten Woche. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mit einem Gottesbild leben, der dieses tut, kann ich zumindest könnte dann nicht weitermachen, sondern ich könnte nur ertragen, mit dem Gottesbild zu leben, das passt in diese Woche, der sagt, der stirbt damit. Das ist sozusagen ich brauche das Karfreitagsbild, um zu ertragen, dass das überhaupt denkbar ist. Wenn ich einen omnipotenten Marionettenspieler habe, müsste ich im Grunde jede Woche immer wieder aussteigen. Das ist ja auch in dem Buch sozusagen die Schwierigkeit. Also in dem Moment, wo ich sage, das warst du nicht, das hast du gemacht, das hast du nicht gemacht, komm ich in eine Krise, aus der ich zumindest nicht ohne weiteres wieder rauskäme. Ich wüsste nicht wie. Und insofern finde ich loben, ja, loben, aber danken finde ich irgendwie leichter oder auch zugänglicher. Also ich komme aus dem freikirchlichen Kontext und wir haben nicht das Problem, dass wir zu viel Form haben, sondern auch zu wenig Form und eher mal uns auf eine Form einigen müssen. Und ich wollte nur fragen, ob Sie gute Tipps für kraftvolle Fürbitten haben. Ja, also in unserem Leichte Sprache-Buch sind etliche. Ich finde Fürbitten dann kraftvoll, wenn Sie das benennen, worum wirklich gebeten wird. Also ich finde Fürbitten zum Beispiel, beten geht in Hauptsätzen. Ich immer sagen. Also Beten profitiert meines Erachtens von leichter Sprache am allermeisten, weil einfach diese Relativsatzkonstruktionen abgeschnitten werden, die immer noch kurz die ganze Schöpfungstheologie noch mal ebenso unterrühren, bevor man dann für die Naturkatastrophe beten kann, muss man immer noch sagen, Gott, der du die Welt gemacht hast, die Erde und die Tiere geschaffen, bewahre bitte auch die Leute in Batu oder so. Dann bin ich schon ermüdet, bis ich bei diesen armen Menschen angelangt bin. Und ich würde immer sagen, benennen Sie das, worum Sie bitten wollen. Für die Menschen in Batu, für unsere Nachbarn. Benennen Sie auch, worum Sie bitten, oder legen Sie es einfach nur hin? Ich würde das eher hinlegen, weil ich das finde, es wird ganz schnell, wird es so, schiebt man noch so eine Ethik runter. Für alle Paare, die sich im Moment nicht so gut verstehen, macht, dass sie mindestens einmal in der Woche miteinander reden. Sie wissen, was ich meine. Nee, ich finde, also weder muss ich Gott erzählen, was er machen muss, noch muss ich so nebenbei kurz meinem Nachbarn einen reindrücken, indem ich das über den Umweg der Fürbitte sage, sondern ich finde, die Menschen sind ja nicht blöd. Also ich muss das Thema in den Raum heben und dann kann die Seele mitschwingen und dann möge der eine sagen, die sollten echt mal mehr miteinander reden und dann möge der andere denken, die sollten sich lange schon getrennt haben. Das muss ich irgendwie vom Altar aus nicht klären, diese Frage. Sondern ich kann, also wenn ich denn möchte, dass Gott sich dieser Dinge annimmt, dann braucht der von mir keine detaillierte Gebrauchsanweisung. Sondern es ist ein in Erinnerung rufen vor der Gemeinde und vor Gott. So würde ich es vom Gestus her sagen. Und deswegen misstraue ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen den Fürbittenbüchern, weil ich eben denke, das ist dann wieder Schema. Und das Schema hat wieder die Gefahr, dass es nicht richtig landet, dass es nicht richtig trifft. Vielleicht auch, wenn ich das also jetzt sozusagen ergänzen darf, dann aus einer Erfahrung, dass man vielleicht Dinge auch entweder später anders oder zu unterschiedlichen Zeiten anders versteht. Also wenn man, also ich würde das interpretieren als einen Schatz an Texten, den man in sich trägt, sei es mit Musik im Unterton oder ohne oder als Melodie, genau. Die man sich nicht intellektuell übersetzt, was die bedeuten, aber wo sich Teile davon vielleicht manchmal
in bestimmten Lebenssituationen erschließen oder auch nicht, oder wo man vielleicht auch in manchen Situationen einfach Worte hat für Dinge, die man sonst keine Worte hat. Genau. Also genau. Vielleicht, also ich würde, genau, also dass man sozusagen die, ich wüsste nicht, was ich in manchen Situationen, wenn ich keine Worte habe zum Beten, dann habe ich wenigstens, dann habe ich vielleicht wenigstens einen Psalm und vielleicht ist der viel besser oder vielleicht der viel mehr als ein Gebet. Also Leute, die zum Beispiel in der Notfallseelsorge arbeiten, sagen das. Es gibt Situationen, in die wird man gerufen, wo sie sagen, wenn ich da nur meine eigenen Worte hätte, wäre ich verloren. Wenn ich da aber, wo alle schweigen, sagen kann, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Dann geht es nicht um die Frage, ob die Leute das verstehen. Sondern geht es vielleicht darum, dass man einen ganz kleinen Moment innehält und sagt, hier ist jetzt was. Das ist so schrecklich, dass ich mir die Worte nur leihen kann. Oder auch im Umgang mit dementiell Erkrankten merkt man das. Also Leute, die immer, die sozusagen die dementiell erkranken, da rutschen die Worte, die sie selber noch aktiv verstehen, rutschen weg. Und was aber bleibt, sind die geprägten Formen. Und das heißt, wenn man, es gibt ein, so wie so ein Überlebensreservoir, so ein Überlebenskit von geprägten Formen. Wenn man die nicht hat, wird es sozusagen irgendwann schwierig, weil ich mir nicht das dann mal alles selber suchen kann. Und dafür finde ich es total hilfreich. Ändert die, also ich stelle mir das so vor, dass wenn ich die Sprache meinem Gegenüber oder wenn ich die Sprache zu Gott ändere, ändert sich auch die Beziehung? Also das ist, glaube ich, kann nur jeder für sich beantworten. Das würde ich nicht. Es ist eine Erfahrung, es ist ein Erfahrungswert. Es gibt Menschen, die das sagen, dass das bei ihnen so sei. Aber das muss jeder neu rauskriegen. Das ist völlig, finde ich, nicht möglich, das zu verriegeln als Gedanke. Sie hatten auch noch was anderes. Ja, ich habe noch eine Frage bezüglich der Rampen, die Sie da bauen. Gab es oder welche, also Sie haben jetzt dieses eine Beispiel gebracht mit dem "Der Herr ist mein Hirte". Und gab es während Ihrer Arbeit an dem Buch oder als Sie machen sich ja wahrscheinlich immer wieder Gedanken um diese Vereinfachung oder gab es da eine Sache, wo sich Ihnen selber ganz neu was erschlossen hat aus der Bibel? Irgendein Bild, wo Sie gemerkt haben oder was Sie besonders begeistert hat oder berührt hat? Auf die Gefahr, einen Widerspruch zu ernten. Was mich besonders berührt hat, war der Versuch, den Text zu übertragen aus dem Korintherbrief, aus dem die Einsetzungsworte des Abendmahls kommen. Also Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es den Seinen und sprach, nehmt hin und esst alle, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Und da nur diese Passage, das ist mein Leib, der für euch gegeben würde. Da, wir haben das zu sechst gemacht, diese Übersetzungsarbeit, und ein Katholik, fünf Protestanten, Menschen aus Gemeindepraxis, Menschen aus Wissenschaft und Fortbildung gemixt und haben wirklich gerungen um diese Übertragung und haben uns bei diesem, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, haben wir uns geeinigt auf, das bin ich für euch. Und ich muss gestehen, ich finde es immer noch gut. Das bin ich für euch. Und das muss man jetzt nicht jeden Sonntag so machen, aber das mal so zu machen, öffnet für mich dann beim nächsten Mal die alte Formel, die ich liebe, die ich kenne, die ich, wie Sie merken, schon mal gesagt habe im Leben. Aber ich finde dieses, das bin ich für euch, geht mir direkt ins Herz. Woche jeder noch mal die Möglichkeit, noch mal genauer zu fühlen, wie Worte auf ihn wirken und bei welchen er mitsprechen oder sich angesprochen fühlt. Gibt es noch was Besonderes, was Sie uns vielleicht für genau die Karwoche zum Hinhören mitgeben können? Fand das mit ich bin für euch schon ziemlich gut. Ja. Wollen noch eins, oh Gott. Wollen noch eins. Ist ja schrecklich. Was ich auch mag, ist, also, und da gilt in aller Ambivalenz, also sowas wie von Ewigkeit zu Ewigkeit.
zum Beispiel, finde ich einerseits ästhetisch total herrlich. Hat hohes Ming-Vasen-Potenzial, finde ich, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine der möglichen Übertragungen in leichte Sprache wäre heute und immer. Und ich finde, es braucht genau beides. Es braucht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann kann man irgendwie als religiös konditionierter Mensch kann man daraufhin dann sagen, Amen. Heute und immer kann ich auch als nicht ganz so religiös konditionierter Mensch sagen, okay, da geht es offenkundig um was. Und das passiert jetzt und es passiert immer wieder. Und das finde ich gerade bei diesen Festen, bei diesen symbolzyklischen Festen, wie Ostern das ist, das ist ja eigentlich ganz irre. Sozusagen im Grunde kommt die Geschichte von Jesus kommt zu ihrem Ende. Das ist ja nur diese Miniatur von Weihnachten bis Ostern. Danach ist er weg, dann kommt er noch mal einmal wieder so ein bisschen, empowert die Leute sozusagen und dann ist Himmelfahrt und dann ist er ganz weg. Und dann ist Pfingsten und Pfingsten heißt, wir sind dran. Und dann kommen diese endlosen Sonntage nach Trinitatis, also evangelisch gesagt. Und katholisch ist es irgendwie Sommerleseordnung 1 bis 25, ich weiß es nicht ganz genau. Und dann robbt man sich wieder ran über Totensonntag aller Seelen. Und dann geht es alles wieder von vorne los. Geht alles wieder von vorne los. Und was ich so stark finde an dieser Vorstellung heute und immer, ist dieser zyklische Gedanke. Also einerseits geht es immer weiter. Das Leben geht immer weiter, wir werden irgendwie immer älter und so weiter. Und andererseits gibt es so etwas Zyklisches, was immer wieder neu anfängt, wie es sich in der Natur auch spiegelt sozusagen. Es geht immer wieder zur Blüte, fällt wieder in sich zusammen und blüht wieder auf. Und wenn man sich in diese Bewegung so ein bisschen reingibt, und dafür finde ich, ist Ostern eigentlich ein tolles Fest, zu sagen, ja, da geht was zu Ende, Karfreitag ganz schrecklich, aber in Ostern gibt es nochmal wieder so ein das Leben springt nochmal auf. Und das finde ich gut. Vielen Dank. Vielen Dank.